Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video und ja, wer mich nicht kennt, ich bin Sebastian, der kleine Kerl hier ist Ben und ihr seid hier auf Tupac VR, hier gibt es alles rund um das Thema VR, dienstags immer eine News-Sendung mit Chris Reality, Gameplays gibt es hier, Hardware-Videos und so weiter und so fort, also alles auf meinem Kanal zu finden, egal ob PC, VR, Quest-Gameplay und so weiter und so fort. Und heute habe ich mir das Spiel Squingle angeschaut für euch. Und Squingle gibt es einmal auf SteamVR und dann auch im Oculus App Lab Store. Und ja, kostet im SteamVR Shop 16,99. In Oculus App Lab für die Quest 1 und 2 kostet es 19,99, ist ein bisschen teurer. Und ja, was ist das Spiel? Also ich habe es eben schon im Spiel selber erklärt. Ich würde es jetzt so formulieren. Ja, es könnte eine Hafenrundfahrt sein beim Arzt und ja, der Arzt muss gucken, dass er durch die Windungen durchkommt, ohne den Darm zu verletzen, sage ich mal. Und ja, ganz so ist es dann doch nicht, aber es hat mich sehr, sehr, sehr stark an sowas erinnert. Und ja, wir haben einfach ja, zwei sich drehende Orbs und diese Orbs müssen wir durch Windungen, ja, sieht wirklich aus wie Darm, müssen wir durch dieses Darmlabyrinth führen und die dürfen halt nicht zu oft an diese Darmwand geraten, an die Wände, sonst gehen sie kaputt und wir müssen grüne Kugeln einsammeln, wir müssen zu einem Endziel kommen und ja, am besten dann mit diesen grünen Kugeln und das dann auch nochmal in einer relativ guten Zeit. Also es gibt verschiedene Maps und steigert sich dann immer, das wird dann immer ein bisschen schwieriger. Ich fand es jetzt echt mega cool, also endlich mal was anderes, was Frisches in VR und schauen wir uns mal ganz kurz die jeweiligen Seiten dafür an. Sind wir einmal bei hier bei Steam VR und ja, hier steht noch das Spiraling Psychedelic Puzzle und ja, psychedelisches Puzzle passt auch. Wir haben eine ganz nette Musikuntermalung, die passt so in das Game einfach rein und unterstützt werden ja, alle gängigen VR-Brillen, Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und die VMR-Brillen. Kann im Sitzen und im Stehen gespielt werden. Ich habe es im Sitzen gespielt, ist ganz nett. Und wir haben den, ja, den Vorteil, wir können das wirklich das ganze Labyrinth immer wieder drehen, in allen Richtungen, wie wir wollen, also links, rechts, und können uns das dann anschauen. Anfangs dachte ich, dass man sich das nur so ziehen kann mit dem Trigger, aber wenn man beide Trigger-Tasten hält an den Controllern, dann kann man es auch in diesem Winkel verstellen und hat somit ein bisschen besseren Überblick über diese Windungen, wo die lang gehen. Wenn man mal ein bisschen gucken muss, wo muss man jetzt lang, wie geht diese Windung lang. Und ja, hier sehen wir so ein bisschen, wie das ganze Spiel funktioniert. Ich find's cool gemacht. Mir hat es echt gut gefallen. Hier nochmal der Oculus App Lab Store. Hat auch sehr gute Bewertungen. Hier 24 Bewertungen, 5 Sterne. Und ja, auch hier nochmal von verschiedenen ja, Medien, sage ich mal, VR Italia 9,1 von 10, VR Game Critic 91% und so weiter und so fort. Und ja, es ist jetzt nichts für Action-Suchende, sage ich mal. Also es ist wirklich ein Spiel, was man einfach, man setzt sich hin und tüftelt so ein bisschen rum, wie kann man was machen. Und ja, hat da auf jeden Fall seinen Spaß mit. Und von mir kriegt das Spiel jetzt auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich habe 2 komplette Level gespielt, davon gibt es 10, also 10x10 Level scheinbar, so wie ich es jetzt verstanden habe, gibt es in dem Spiel. Ich habe 20 davon durchgespielt, ich glaube 10 oder 11 seht ihr dann hier in dem Video und mir hat es gefallen und wenn das echt so unterhaltsam bleibt, kriegt es von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung und ja, man muss natürlich solche Spiele auch mögen. Also es bringt es wirklich nichts, wenn man hier Action erwartet. Es ist was für Leute, die gerne puzzeln und ja, kleinere Rätsel lösen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei, gehen wir ins Gameplay und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. So Leute, willkommen im Hauptmenü von Squingle und
Ja, wie beschreibt man am besten Squiggle? Also, ich würde jetzt fast sagen, man ist ein Arzt, ein Internist und muss bei einem Patienten eine Hafenrundfahrt machen. So könnte ich mir das jetzt vorstellen, wenn ihr wisst, was ich mit Hafenrundfahrt meine. Ihr werdet es gleich sehen. Die Formen, die wir hier haben, sehen ein bisschen aus wie ja, Darmwindungen. Und ja, es ist eigentlich ein Puzzle-Game, wo man Geschicklichkeit braucht, ein bisschen ja, nachdenken muss, um dann ans Ziel zu kommen. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet, wir können uns aber ganz kurz mal das Optionsmenü hier anschauen. Man kann auch das Menü immer wieder, ne, auch das Spielfeld immer wieder bewegen, ist ganz nett gemacht. Wir haben die Umgebungsmusik und dann hier das Environment-Animation und so weiter und so fort. Also wir können hier diverse Sachen ein- oder ausschalten. Wir haben auch einen kleinen Story-Modus. Dann wird am Anfang ein bisschen was erzählt. Da ich jetzt nicht von ganz neu anfange, weil die Formen am Anfang relativ einfach sind, möchte ich nicht alles durchspielen. Ich zeige euch gleich mal eine kurze, einfache Runde. Und dann gehen wir direkt ins zweite Level, sage ich mal. Und ja, zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Wir haben hier die verschiedenen Formen, ne, wie ihr seht. Das sind unsere Rätsel, die wir haben. Und oder unsere Maps, eher gesagt. Und ich bin jetzt hier schon bei Form 2 angelangt. Ja, da bin ich jetzt angelangt. Da habe ich noch kein einziges Level gemacht. Aber ich zeige euch jetzt mal ganz kurz dieses Level hier und ja, erkläre euch mal ein bisschen das Spielprinzip. Also wir fangen immer hier an, also da wo Grab Me steht, und dann haben wir nochmal ein Goal. Diese Formen hier können wir bewegen, wenn wir den mit Trigger festhalten. Und wir haben zwei Kugeln, die sich immer drehen. Und diese Drehbewegung, die können wir auch umkehren, indem wir hier an diese Position kommen. Und das ist auch ganz wichtig, denn wir haben manchmal ein bisschen mehr Platz in den Darmwindungen und manchmal weniger Platz. Und da muss man natürlich gucken, dass die Drehbewegung genau auch zu dieser Kurve passen, die wir haben. Und wie wir jetzt sehen, wenn wir hier drüber gehen, jetzt dreht die Kugel andersrum. Nochmal dran, dreht die wieder andersrum. Wenn ich jetzt, ich sag mal, ich möchte jetzt hier lang, dann ist es ganz gut, wenn man diese Drehbewegung hat. Hier müssen wir wieder umkehren, um da lang zu kommen und so weiter und so fort. Und man sollte am besten immer diese grünen Kugeln mitnehmen. Die sind in den ganzen, ja, in den ganzen Maps, sage ich mal, immer ein bisschen versteckter und schwieriger zu erreichen. Man kann natürlich auch einfacher zum Ziel kommen, kriegt dann aber nicht diese Punkte hier. So, ich versuche jetzt mal diese Punkte zu bekommen. Und dann kann ich mir ganz kurz die Map mal anschauen, wie die Drehbewegung hier sein muss. Wir drehen uns gerade links herum. Das könnte eventuell sogar passen. Na, guck. Wenn ich zu nah dran komme, platzt das hier und wir sind wieder an den Anfangsursprung. Oder muss ich diese Bewegung haben? Ich bin mir noch nicht mal sicher. Eigentlich nicht. Ich muss diese haben. Na. Also ich habe es schon geschafft, die beiden Kugeln zu holen. Da mal. Jetzt wird uns hier der Ghost angezeigt, wie das am besten geht, denke ich mal. So, jetzt haben wir die beiden. So. Und jetzt sind wir am Ziel. Uns wird die Zeit angezeigt und ob wir auch grüne Kugeln haben. Und ja, da sind wir wieder beim Story-Modus. It seems to be working. Also wenn man mal festhängt beim Spiel, soll man einen Tee trinken und das hilft dann weiter. Now off you go, onwards and beyond. Also in der Steam-Beschreibung steht ja irgendwas von psychedelisches Puzzle und ja, kann man auch dahingehend beschreiben. So,
jetzt wird es schon echt komplizierter. Man merkt, dass ich hier im Level 2 bin. Ich will jetzt auch gar nicht so viele Spiele hier machen. Nur mal ganz kurz ein paar Maps, dass ihr seht, wie das Ganze hier so funktioniert. Und ich finde es echt cool gemacht, muss ich sagen. So. Jetzt fehlt uns da noch die Kugel, die grüne. Die möchte ich mir schon noch holen. Haben wir hier eine Verbindung oder nicht? Ja, ne? Das sind, glaube ich, immer die Speicherpunkte. Wenn man die erreicht hat und stirbt, kommt man immer dahin wieder zurück. Da haben wir wieder eine andere Drehbewegung drin. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier sinnvoller ist. Wäre die andere Drehbewegung besser gewesen. Ja. Okay, komm, wir drehen hier nochmal zurück. So. So, dann dreht die sich so schön rein. Und da sind wir. Eigentlich ein richtig cooles Prinzip, finde ich. Vier Kugeln, die Zeit war, glaube ich, auch gut. Wir haben drei von diesen Blüten bekommen. Und so eine Art Spiel habe ich noch nicht gespielt in VR, muss ich sagen. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir... Ja, wir können nirgendwo umkehren, ne? Mist. So, können wir doch, oder? Ah, warum dreht er sich denn nicht? Hat doch eigentlich gepasst gerade, oder? So, hier rein? Ja, guck mal. Und wie komme ich hier hin? Und dann das haben wir? Nee, ach, hier müssen wir hin, okay. Keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Ach, guck mal. Eine unsichtbare Wand war hier nochmal. Unsichtbarer Weg. So, wir drehen uns jetzt rechts herum. Das heißt, ja, wir kommen hier auch besser rein. Okay, wir mussten auf jeden Fall da lang. Haben wir, glaube ich, sonst anders gar nicht geschafft. Ja, komm rein da. Yes. Jetzt. So, wir fangen da oben an. Hier haben wir drei Kugeln, da haben wir eine Kugel, da haben wir eine Kugel. Also wir haben insgesamt fünf Kugeln. Okay, probieren wir mal unser Glück. Dum, 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 dum. Okay, das ist schwer, weil wir haben mal zwei kleine Gänge. Jetzt wäre es cool, wenn ich... Ah, guck mal. Man kann das Ganze auch nochmal so drehen. Das ist cool.
War mir gar nicht bewusst. Ich dachte immer, ich kann nur in eine Richtung drehen. Aber wenn man zwei Trigger drückt, kann man das Ganze auch nochmal so drehen. Das ist gut, das ist gut. So, passt das denn so, wie ich mich jetzt... Obwohl, ne? Kann ich die dann auch zusammennehmen? Nein. Aber guck mal, so. Ne, die Drehung war falsch. Okay. Ja, so. So, um rauszukommen, müssen wir uns jetzt nochmal drehen. Denke ich doch mal, oder? So, die drei kommen mit. Okay, das war schon das Ziel. Okay, wir haben nicht alle gefunden, aber ist egal. Man kann die Maps ja auch alle nochmal spielen. Und wie wir sehen, es wird immer schwieriger. Ne? Jetzt haben wir hier sogar kleine bewegende Monster da drin. Okay. Ganz einfach. Speicherpunkt. So, jetzt müssen wir gucken, wir müssen hier rein, um die eine grüne Kugel zu holen. Ne, wir müssen uns andersrum drehen, glaube ich. Wir müssen uns andersrum drehen. Haben wir hier einen Wechsler? Nö, oder? Okay. Dann versuchen wir rückwärts reinzukommen. So. Also, Spielprinzip gefällt mir. Ist einfach mal was anderes, was Frisches. Das müssen wir uns hier oben noch holen, ne? Haben wir alle. warum nur zwei? Von der Zeit her wahrscheinlich, ne? Ja, man muss ein bisschen auch überlegen, ne? Boah, wird ja mal riesiger. Okay. Aber ich sehe nur zwei grüne Kugeln. Nur. Ach, jetzt haben wir nicht nur diese Rotation, sondern auch diese. Ne? Nicht die Darmwand verletzen. Nicht die Darmwand verletzen. Interessiert mich, wie die Entwickler immer auf sowas kommen, ne? Haben wir irgendwas vergessen? Nein, ne? Oh, rein da. Drei grüne Kugeln. Okay.
Okay. Doppel, Switch. Ja, ich war zu schnell. Okay, klappt. Das klappt. So, mal schauen, ob wir da lang kommen auch. Was ist das hier? Weiß ich gar nicht. Weiter geht's. Aber der Umkehrprozess ist jetzt irgendwie blöd, oder? Nicht unbedingt notwendig. Müssen wir erstmal hier rauskommen. Das ist aber echt schwer. Besonders alle zu bekommen, alle grünen Kugeln. Komm, komm, komm. So, okay. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall irgendwie umkehren, ne? Oder? Ne, okay. Haben wir so geschafft. Speichert. Ah, wir sind hier im Zwischendarm. Jetzt da lang, oder? Wir können hier versuchen. Okay. Hat auch geklappt. Oh, da ist noch eine grüne Kugel und da. Okay, die müssen wir auf jeden Fall versuchen, beide zu holen. Da lang. Okay. Es war gar nicht so einfach, weil die meisten Windungen versteckt waren. Ready to be born? Nice work. Also gibt auch einen Roomscale-Mode, so wie die gerade sagte. Scheinbar. Schauen wir mal weiter hier. So. So, jetzt können wir mal ganz kurz. Wir sind schon in der dritten quasi. Ich wüsste jetzt nicht, wo hier noch ein Roomscale-Modus ist.
Also man kann hier Speed scheinbar anpassen irgendwie, ne? Hat sie uns gerade gesagt. Keine Ahnung wie. Okay, man kann gegen seine eigene Zeit antreten. Machen wir nochmal das nächste Level hier. So, diese Bewegung ist auf jeden Fall gut. Genau, dann wäre es besser, wenn wir die bitte anders haben. So schlüpfen wir hier durch langsam. Langsam aber sicher. So. Mist. Okay. So, wir wechseln nochmal. Genau. Diese Position. So, zack. Zack. So, jetzt gehen wir noch nicht zum Ziel. Nein, wir wollen uns nochmal die grüne Kugel holen. Okay. Das hier, dann machen wir jetzt mal. Wow! Was ist das? Was ist denn? Ach, jetzt können wir uns die Reise anschauen, die wir gemacht haben. Boah, das war heavy. Das ist heavy. Nee. Aus. So, einen machen wir noch und dann ist auch gut. Haben wir eigentlich genug von dem Spiel hier gezeigt. Aber ich finde es gut gemacht. Ja, ich mag es, wenn Entwickler wirklich mal andere Ideen haben. Nicht immer das Gleiche. Nicht einfach immer eine Waffe und hier, lauf nach A. Mach B kaputt. Begib dich nach C. Dann mal wie so eine Hafenrundfahrt, das ist auch mal was Schönes. So, da sind wir am Ziel. Ja Leute, ich würde sagen, das reicht erstmal. Und wie ihr seht, ne, wir sind in... ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Level 3 und 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gibt es noch. Und ja, jedes Level hat 10 Maps. Und ja, da haben wir einiges zu spielen, meiner Meinung nach. Also, ich finde es echt cool. Kostet 16 Euro, glaube ich. 16,99 oder 15,99. Auf jeden Fall so um den Dreh. Ich meine, 16,99 war es und... ich finde, es bietet auf jeden Fall Spielspaß. Man muss ein bisschen überlegen, wie macht man was. Und ja, auch wieder, ich sage es immer mal wieder gerne, für die ruhigeren Stunden in VR. Ne? Man kann hier wirklich abschalten, einfach mal ein bisschen rätseln. Ich finde, die Spiele haben auch ihre Daseinsberechtigung und machen in VR auch mega viel Spaß. Sowas jetzt in Flats würde mir nicht gefallen, muss ich sagen. Aber hier in VR das Ganze so zu erleben, ist echt cool. Und ja, ich bin gespannt, was sagt ihr zu dem Game? Gerne mal unter die Kommentare schreiben, ist das was für euch? Habt ihr das eventuell schon? Und ja, zur ganzen Spieldauer kann ich jetzt nicht sagen natürlich. Ihr habt ja gesehen, wie lange ich jetzt brauche für ein so ein Level.
Und ja, dann kann man sich ja ungefähr ausdenken, ne? Es wird natürlich immer wahrscheinlich ein bisschen schwieriger und man kann dann nachher hier ein bisschen den Speed noch erhöhen und so weiter und so fort und ja, den Schwierigkeitsgrad damit anpassen. Ja Leute, wenn euch gefallen hat, würde ich mich natürlich auf ein Like freuen, Abo-Button nicht vergessen, dann ja, werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos von mir gibt. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.